Wer von euch benutzt Zahnseide? Einmal Hände hoch. Auch so, wie es euch bei der professionellen Zahnreinigung empfohlen wird, also wahrscheinlich täglich? Mit IT-Sicherheit ist es relativ ähnlich. Viele denken oder glauben, sie kümmern sich, doch die Realität sieht dann häufig anders aus. Wie einfach es deshalb dann ist, dass Angreifer von außen eindringen, sich ausbreiten und die Kontrolle übernehmen, das möchte ich euch gleich im Rahmen von einer kleinen Geschichte erzählen. Die habe ich euch zusammengestellt als Best-of aus verschiedenen Angriffssimulationen, wo wir legal beauftragt werden, sowas zu tun. Das nennt sich dann auch Red Teaming. Drei Klassiker lasse ich dabei außen vor, und zwar Phishing-Mails, fehlende Updates und einfache Passwörter. Falls die Themen für euch neu klingen, dann sprecht mich nachher einfach nochmal drauf an. Bevor es jetzt losgeht, bekommt ihr noch einen virtuellen Buzzer von mir. Der funktioniert so, dass ihr euren Mund aufmacht und einmal den Ton Miep macht. Können wir das kurz testen? 1, 2, 3, Miep. Und noch einmal zur Sicherheit. 1, 2, 3, Miep. Perfekt. Immer wenn ihr gleich den Eindruck habt, hier ist jetzt was schiefgegangen aus Sicherheitssicht, dann benutzt bitte euren virtuellen Buzzer. Gut. Wir stehen jetzt hier am Standort von einem Kunden, also physisch vor Ort in dem Fall. Und unsere Mission ist es, die Kontrolle über die IT zu übernehmen, inklusive der Backups. Denn das machen Ransomware-Gruppen beispielsweise ja auch, bevor sie dann alles verschlüsseln und dann Uwe und Vincent kommen müssen. Genau, wenn mir mein Mathestudium eines gelehrt hat, dann komplexe Probleme in Teilprobleme unterteilen, damit sie gar nicht mehr so kompliziert sind. Das heißt, was sind unsere nächsten Schritte? Als erstes möchten wir in dieses Unternehmen eindringen, das heißt physisch erstmal da reinkommen. Dann möchten wir ins Netzwerk eindringen, uns im Netzwerk ausbreiten und als vierten Schritt die komplette Kontrolle übernehmen. Also geht's los. Mein Timer läuft gar nicht, möchte ich kurz anmerken. Ah, jetzt läuft er los. Okay, danke. Genau, geht's los mit Eindringen ins Gebäude. Ihr seht es vielleicht neben mir, sitzt hier in unserem Auto gerade mein imaginärer Kollege und wir beobachten aus dem Auto erstmal, was hier gerade passiert. Dieser Standort hier, dieses Gebäude, ist sehr übersichtlich. Ein Stockwerk, eine Eingangstüre, wo man klingeln muss und vielleicht 20, 30 Leute, die hier arbeiten, also sehr familiär. Es ist vormittags 11:30 in Deutschland und ein Mitarbeiter verlässt gerade diese Türe, wahrscheinlich Richtung Mittag. Und wir haben tatsächlich auch ein Szenario vorbereitet und entsprechend auch Ausweise anhängen, denn wir sind Netzwerktechniker der komplett frei erfundenen Troubleshooting GmbH. Und wir sind hier, um sporadische Netzwerkprobleme zu lösen. In dem Moment sehen wir schon im Rückspiegel, dass der Mitarbeiter schon zurückkommt und schlendern so los, dass wir zeitgleich mit ihm vorne an der Eingangstüre ankommen. Dürften wir gerade wieder mit rein? Was macht denn ihr hier? Wir machen Netzwerkprüfungen, wir waren eben schon da. Und wer ist euer Ansprechpartner? Beauftragt hat uns die Petra Müller aus der Zentrale. Sekunde, ich suche kurz die Mail raus. Oh, kein Thema. Wünsche euch viel Erfolg, Pizza wird kalt. Macht's gut. Sehr gut. Da sind wir beim ersten Miep angekommen. Drin im Gebäude sehen wir, hier arbeiten ein paar Leute. Wir grüßen freundlich, schlendern da entlang. Fachsimpeln so ein bisschen vor uns her und sehen am Ende vom Gang eine sehr massive Türe. Und intuitiv steuern wir auf diese Türe zu. Und als wir davor stehen, sehen wir, dass unten in dieser Türe ein kleines Stückchen Styropor liegt. Genau, was macht man dann? Man schlüpft einmal durch die Türe durch und steht auf einmal im Serverraum. Sehr gut, das war das zweite große Miep. Was ihr vielleicht auch sehen könnt, ich habe noch einen imaginären Rucksack auf und da ist ein Raspberry Pi drin, also so ein kleiner Minicomputer. Und der ist so vorbereitet, dass wenn wir den jetzt ans Netzwerk anschließen, verbindet er sich direkt automatisch zu uns nach Hause ins Büro, wie so ein VPN in die Firma rein. Ein bisschen anders, aber so könnt ihr euch sehr gut vorstellen. Und am anderen Ende sitzen Simon und Christian, meine beiden Kollegen und Mitgründer, und freuen sich schon über die Verbindung, die da jetzt dann aufgebaut wurde, sodass man jetzt bequem von zu Hause weiterarbeiten kann. An diesem Raspberry Pi kleben wir noch so einen kleinen Zettel, so ein Post-it. Wichtig, nicht entfernen. Max. Wer ist Max? Max ist hier ITler. Er hat auf LinkedIn geschrieben, drei Wochen Malediven, tauchen, Sonne, erholen. Das heißt, dieser Zettel wird hier wahrscheinlich noch ein Momentchen hängen bleiben. Kommen wir zum nächsten Schritt also. Jetzt sind wir einmal digital auch eingedrungen. Jetzt geht es darum, uns auszubreiten. Wir schauen also digital gesehen, wer sind unsere Nachbarn?
Und oh Wunder, wir sind in einer Microsoft-Umgebung gelandet und wir haben auch schon einen Server identifiziert. Über den kann man sogenannte Zertifikate anfragen. Zertifikate könnt ihr euch jetzt einfach vorstellen, wie so Personalausweise. Damit kann man sich digital ausweisen, braucht kein Passwort mehr eingeben. Und unser Plan ist es, genau an so ein Zertifikat zu kommen, um uns dann wie so ein ganz normaler Benutzer in diesem Unternehmen einfach noch weiter umschauen zu können. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Und dazu stellen wir digital gesehen eine Falle auf. Und wenn jemand in diese Falle tappt, dann wird so ein Automatismus im Hintergrund ausgelöst, dass wir im Namen von diesem Benutzer automatisch so ein Zertifikat bekommen. Und die Krux an der Stelle ist, dass tatsächlich der Benutzer gar nicht selbst davon merkt, wenn er in diese Falle tappt, sondern in anfälligen Umgebungen passiert sowas mehr oder minder automatisch. Alles, was wir also brauchen, ist so ungefähr eine Stunde Geduld. Und tatsächlich, jemand tappt in diese Falle und wir halten einen frisch gedruckten Personalausweis, Zertifikat von diesem Benutzer in der Hand. Miep. Genau. Was wir dabei auch schon beobachtet haben, ist, dass wir uns vermutlich, das müssen wir gleich noch ausprobieren, auch noch einen Künstlernamen auf diesen Personalausweis wünschen können. Und naja, meins, deins sind ja alles bürgerliche Kategorien, warum nicht Administrator? Administrator als Künstlername hat den Vorteil, dass Administratoren sind sozusagen digital gesehen die Chefs in solchen IT-Umgebungen und genau das ist ja auch unser Plan. Also probieren wir das aus, Künstlername, Administrator, Zertifikat anfordern und es funktioniert tatsächlich und wir halten einen weiteren frisch gedruckten Personalausweis in der Hand, ein Zertifikat und sind nun Administrator. Miep. Genau. Was wir bisher noch nicht gesehen haben, sind Backups. Ist erstmal ein gutes Zeichen, dass die noch nicht ganz offensichtlich irgendwo rumstanden. Das heißt, da begeben wir uns jetzt recht vorsichtig auf die Suche nach den Backup-Servern. Und tatsächlich werden wir auf dem Desktop von einem Admin-Kollegen fündig. Da liegt einerseits eine Passwort-Manager-Datei, was gut ist, grundsätzlich mal. Und andererseits liegt da ein Word-Dokument, backupkonzept.docx. Klingt spannend, wir schauen rein. Und was finden wir drin? IP-Adresse vom Backup-Server, einen Benutzernamen und ein langes, kompliziertes Passwort. Aber steht da halt im Klartext geschrieben, hilft also nichts, dass es lang und kompliziert ist. Wir probieren es aus. Tatsächlich kommen wir an diesen Server dran, können uns dort anmelden und sind dementsprechend auch noch Chef über die Backups geworden. Damit haben wir unsere Mission erfüllt, Ziel erreicht und die Kontrolle über IT-Umgebung inklusive der Backups übernommen. Und wir sollten jetzt bei insgesamt 5 offiziellen MIEPs angekommen sein und weiteren kleinen Unachtsamkeiten, die ihr wahrscheinlich auch zwischen den Zeilen immer mal wahrgenommen habt. Ich habe euch auf der Webseite vom DSTAM Empfehlungen bereitgestellt, was man tun kann, um es eben besser zu machen. Das heißt, schaut da dann gerne mal im Nachgang vorbei. Und eines möchte ich euch hier jetzt noch mitgeben. Erinnert ihr euch an Fluffy? Das ist dieser dreiköpfige, sabbernde Hund aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Bitte seid nicht wie Fluffy. Hat mehrere Gründe. Unter anderem ist Fluffy eingeschlafen, wenn ihm Musik vorgespielt wurde. Er hat da mit Inbrunst diese Türe beschützt, aber sobald Musik kam, hat er das irgendwie vergessen. Bitte seid in dem Sinne nicht wie Fluffy, dass ihr anderen schöne Geschichten glaubt, die euch erzählt werden, während sie mit euch zum Beispiel durch Türen durchlaufen. Und genau, das ist im Endeffekt so das, was ihr an der Stelle mit nach Hause nehmen sollt und weist eure Mitmenschen auch darauf hin, wenn ihr irgendetwas beobachtet, was so vielleicht nicht so sicher ist. Ich denke, nett und freundliche Hinweise schaden an der Stelle nicht, denn oft sind es auch so kleine Mittel, die dann ganze Angriffsketten am Ende unterbinden können. Thank you.